Nach 2 Jahren Bauzeit ist es endlich soweit. Das Bauprojekt Alte Feuerwache der HWG wurde mit Unterstützung des Architekturbüros Nazarik endlich abgeschlossen. Das größte Bauvorhaben in der Altstadt erstrahlt in frischem Glanz. 30 Wohneinheiten beherbergt es und alles ist komplett vermietet. Grund genug, dies mit einer ganz besonderen Einweihungsveranstaltung zu feiern. Unter der Schirmherrschaft der HWG organisierten Stefan Barkow und sein Team von Event Promotion and More einen ganz besonderen Abend, an dem es sich auch der HWG-Geschäftsführer Christian Matern nicht nehmen ließ, ein paar Worte zu sagen. Wir sind als HWG sehr stolz darauf, den Denkmalschutzbau so hinbekommen zu haben. Dann war gar nicht geplant. Im Hof zwischen Townhouse, Stadtvilla und dem sanierten Spritzenhaus der Alten Feuerwache gab es neben Live-Musik, leckerem Essen und gekühlten Getränken auch eine besondere Torte in Form der Alten Feuerwache. Davon, ob die Torte auch schmeckt, konnten sich die Besucher auch gleich überzeugen, denn nachdem sie angeschnitten wurde, wurde die Torte an die Gäste verteilt. Auch Susanne Lippmann, Hammels Oberbürgermeisterin, fand ein paar lobende Worte. Dieses sieht so aus, wie es mal geplant war. Es gab Fotos, es gab Bilder, es gab Animationen und ich finde, es ist ja 1:1 entstanden in unserer schönen Altstadt. Darüber freue ich mich. Einen herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgewirkt haben. Ich bin diese Sorge sozusagen los. Wir haben was Tolles hier in der Altstadt entstehen lassen können. Darüber freue ich mich. Dankeschön. Der letzte Redner im Bunde war der ehemalige Stadtbaurat und Aufsichtsratsvorsitzende der HWG, Eckhard Koss. Ich möchte nun, Herr Matern hat schon einiges, sage ich mal, erwähnt, aber ich möchte nun doch noch die Gelegenheit nehmen, auch aus der Sicht des Aufsichtsrates und ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, mich ganz herzlich bei der Stadt Hameln, dem Hauptgesellschafter Stadtwerke Hameln und natürlich bei der Hamelner Wohnungsbaugesellschaft HWG für die Umsetzung dieses wichtigen innerstädtischen Projektes bedanken. Zu den geladenen Gästen, welche sich aus dem Who's Who der Stadt, Unterstützern des Projektes, aber auch aus Mietern zusammensetzten, gesellten sich im Laufe des Abends immer mehr interessierte Hamelner, welche es sich nicht nehmen lassen wollten, selbst einmal zu schauen, was sich alles auf dem Gelände der Alten Feuerwache so verändert hat. So kam es, dass mit voranschreitendem Abend die Stimmung immer ausgelassener, die Gespräche lockerer und die Atmosphäre immer heimischer wurde. Doch damit nicht genug. Mit einbrechender Dunkelheit wurde dann auch das eigentliche Highlight des Abends sichtbar, die Illumination der Gebäude. In verschiedensten Farben wurden die Fassaden beleuchtet und mit Lichtspielereien angestrahlt. Dies und die gute Stimmung aller Gäste und der Veranstalter sorgten für einen rundum gelungenen Abend.